Hi und herzlich willkommen zu Schnell und Easy Abgucken. Mein Name ist der Cook und wir machen heute Mathe. Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Gewichte. Hast du den ersten Teil noch nicht gesehen, dann schau hier oben einmal nach. Wir sprechen heute über das Thema Stützpunktvorstellung. Wie kannst du dir Stützpunkte für das Thema Gewichte aufbauen, damit du eine bessere Vorstellung über das Gewicht verschiedener Gegenstände hast? An alle Kolleginnen und Kollegen, in deinem Unterricht sollte das Schätzen, Vergleichen und Wiegen immer im Vordergrund stehen, denn durch das eigenständige Handeln der Kinder können die Stützpunktvorstellungen besser aufgebaut werden. Darüber hinaus können später beim Umrechnen von Größeneinheiten weniger Probleme entstehen. Jetzt bist du dran. Suche zu Hause nach Gegenständen, die folgende Gewichte haben. 1 Gramm, 15 Gramm, 100 Gramm, 250 Gramm, 500 Gramm oder auch ein halbes Kilogramm, 1000 Gramm oder auch 1 Kilogramm, 10 Kilogramm, 30 Kilogramm, 100 Kilogramm und 1000 Kilogramm oder auch eine Tonne. Schritt 1. Wir schätzen, wie schwer die Gegenstände sind. Schritt 2. Wir überprüfen, wie schwer die Gegenstände wirklich sind. Dafür kannst du zwei Waagen nutzen. Die Feinwaage, mit der du ganz kleine Gewichte abwiegen kannst, bis ca. 1 Kilogramm. Die Personenwaage, mit der du schwerere Gegenstände wiegen kannst, von ca. 1 Kilogramm bis 150 Kilogramm. Folgende Gegenstände habe ich gefunden. Das Gummibärchen. Ich habe mich für das Gummibärchen entschieden, da ich davon ausgehe, dass es relativ leicht ist. Ich schätze jetzt mal das ungefähre Gewicht. Ich schätze, das Gummibärchen wiegt ca. 2 Gramm. Schalte deine Waage an. Ganz wichtig, achte darauf, dass sie auf 0 steht. Lege deinen Gegenstand auf die Feinwaage. Wie du siehst, ist meine Schätzung von 2 Gramm gar nicht so schlecht, denn das Gummibärchen wiegt 1 Gramm. Ich habe eine Tafel Schokolade gefunden. Nun möchte ich schätzen, wie schwer die Tafel Schokolade ist. Ich könnte natürlich jetzt auch auf die Verpackung schauen, um herauszufinden, wie schwer sie ist, aber das machen wir natürlich nicht. Ich vergleiche die Tafel Schokolade mit meinem Gummibärchen und kann schon sagen, die Tafel Schokolade ist schwerer als das Gummibärchen. Und ich schätze das Gewicht der Tafel Schokolade auf 100 Gramm. Die Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm und die Verpackung hat ein Gewicht von 2 Gramm. Das Mehl ist schwerer als die Tafel Schokolade. Ich schätze das Gewicht des Mehls auf 1 Kilogramm. Das Mehl wiegt 1 Kilogramm oder auch 1000 Gramm. Die Verpackung hat ein Gewicht von 4 Gramm. Dann habe ich noch einen Eimer befüllt, damit ich einen etwas schwereren Gegenstand habe. Das Gewicht schätze ich auf ca. 10 Kilogramm. Der Eimer wiegt ca. 10 Kilogramm. Kommen wir zu den letzten Stützpunktvorstellungen, die ich dir mitgebracht habe. Ein Grundschulkind mit dem Gewicht von 30 Kilogramm. Der Roller hat ein Gewicht von ca. 100 Kilogramm. Das Backpulver wiegt, wie wir auch auf der Verpackung erkennen können, 15 Gramm. Hinzu kommt 1 Gramm von der Verpackung. Die Butter wiegt 250 Gramm. Und die Verpackung hat ein stolzes Gewicht von 4 Gramm. Der Quark wiegt 500 Gramm oder auch ein halbes Kilogramm. Die Verpackung wiegt 17 Gramm. Und die letzte Stütze ist das Auto mit 1000 Kilogramm oder auch eine Tonne. Hier sind unsere Stützpunktvorstellungen von leicht nach schwer. Die Stützpunktvorstellungen kannst du nun in der Zukunft zum Rechnen nutzen. Das war Schnell und Easy Abgucken mit dem zweiten Teil zum Thema Gewichte. Möchtest du einen weiteren Teil? Dann kommentier das gerne, lass uns ein Abo da und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ansonsten sehen wir uns bald bei Schnell und Easy Abgucken.